Wenn ein Rächer eine Entscheidung wirklich bereut, dann die vergeltende Rache gegen die Ewigkeit einzuprassen. Ist es unser weißer Kung-Fu-Boy Danny Rand, der als Kind mit seiner Familie Kunlun erkunden wollte, doch auf dem Weg tötete sein Onkel den eigenen Bruder Dannys Vater, weil die Reisebeschwerden immer größer wurden und die Mutter von Wölfen in Stücke gerissen. Fanden ihn Mönche und brachten den Entfamilisierten nach Kunlun, wo er zum Träger der Iron Fist wird und vor der Wahl steht, zwischen seinen Onkel büßen lassen oder in anstrengender, dennoch paradiesischer Harmonie endlos zu trachten. Unser Leuchthaken für das Zweite nicht entschlossen suchte Onkelchen Harold auf, doch als er den beinlosen Amputierten sah, überstieg sein Mitleid die Wut und er erachtet seine Wahl als vertan. Das ist der Stand der Iron Fist, Danny Rand. Darum seien ein paar Worte ausgesprochen um den Cary Andrews Run. Ein jeder, der sich um die Front Shulaus schließt, erhält die Fähigkeit, körperliche Strapazen mit der energetischen Kraft des Willens standzuhalten, genannt Chi. Doch nicht nur übermenschliche Kämpfer funktionieren mit dieser Einheit, auch Maschinen tun das. Eben diese sind verboten, was eine selbst Handelnde und Denkende keinesfalls daran hindert, eine zweite Invasion in Kunlun abzuhalten. Zusätzlich erhält man Bilder von der Zeit während Dannys Training mit dem Thunderer, der aussieht wie ein Peinerteiler in einem Snufffilm. Wahrscheinlich geht es auch bei seinen Methoden so zu. Er hat noch eine Tochter, seinen Sohn Davos kennt man aus McFrictions Immortal Iron Fist unter dem Pseudonym Steel Serpent. Der spielt aber später eine kleinere Rolle als seine Schwester. Mehr Chancen erhält Pi, die letzte Überlebende des Kunlun-Massaker. Mit einem Drachenei dabei kann es wieder Hoffnung für eine neue Iron Fist geben. Die leicht durcheinander wirkende Geschichte ist auch vom selben Ersteller gezeichnet. Modisches Durcheinandergekotze. Am besten fand ich den Color-Kontrasten Bruce Lee Suit. Andrews hat zu Pi noch eine Minireihe wie Immortal Iron Fists. Dort muss in erster Linie den Schulalltag bewältigen in all seinen Hürden. Mobbing, Einfindung, Frustration, zielt auf Fans der Kung-Fu-Panda-Filme ab. Fazit, weder enttäuscht noch überrascht kann diese Refamilisierung mehr als nur als Frank Miller-Protégé herhalten.